Yummy Yugi, von einem guten Duellanten zum Meister. Und damit begrüße ich euch, meine lieben Leute, zu meinem allerersten Yu-Gi-Oh! Thema-Video. In meinem Community-Tab habe ich ja einige Yu-Gi-Oh! Votings gemacht und auch ein Voting, soll ich mit Yu-Gi-Oh! Videos anfangen, und die Mehrheit war ganz klar für ja. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich bin ein Yu-Gi-Oh! Fan, aber eher von dem Anime. Und darum soll es auch in meinen Yu-Gi-Oh! Thema-Videos gehen, aber hauptsächlich den Classic-Anime mit den 236 Folgen, nicht den Staffel 0 Anime. Weil der Staffel 0 Yummy Yugi und den von Yu-Gi-Oh! Classic Anime, das sind halt wirklich schon für mich persönlich zwei verschiedene Yugis. Bei dem Staffel 0 Yummy Yugi merkt man wirklich, dass es schon ein anderer Yugi ist, weil man merkt an ihm, dass er schon deutlich böser und sadistischer ist, und das passt für mich persönlich nicht so wirklich zu Yummy Yugi. In diesem Video soll es natürlich ganz klar um den Yummy Yugi von Yu-Gi-Oh! Classic mit den 236 Folgen gehen. Yummy Yugi ist ein wirklich sehr gut geschriebener Charakter, und darum geht es hier in diesem Video auch. Da das hier mein allererstes Yu-Gi-Oh! Video ist, würde ich mich natürlich hier selbstverständlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ein Kommentar für den Algorithmus wäre auch sehr nett, und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert doch gerne, würde mich auch sehr freuen. So, dann wollen wir aber auch mal anfangen. Und wo könnte man am besten anfangen? Ganz klar, am Anfang natürlich. Als allererstes will ich zu seiner Synchronstimme kommen, besser gesagt seine deutschen Synchronstimme, die ist halt einfach wirklich passend für ihn. Trunks aus Dragon Ball Z hat ja die gleiche Synchronstimme, und bei ihm passt die Synchronstimme auch echt perfekt. Als erstes komme ich zum allerersten Duell, wo Yummy Yugi sich das allererste Mal duelliert hat, und das war gegen Seto Kaiba. Zu dieser Zeit galt Seto Kaiba noch als der stärkste Duellant mit Maximilian Pegasus, den Schöpfer von Duel Monsters. Auch gab es natürlich noch andere starke Duellanten wie den Regionalmeister Weevil Underwood und Wax Raptor. Und dann gab es natürlich noch diesen kompletten Vollidiot namens Bandit Keith. Oh Gott, diesen Typen konnte ich irgendwie echt nicht ab. Aber zurück zum Duell gegen Seto Kaiba. Dort hat man ja echt gesehen, Yugi hatte gar keine Chance. Er hat dort ja wirklich nur mit Exodia gewonnen gehabt. Hätte Yummy Yugi nicht Exodia gezogen, dann hätte er das Duell auch klar verloren. Aber es liegt halt auch daran, dass die damaligen Karten jetzt nicht unbedingt die besten waren. Was ich aber sehr nice fand, dass dort schon der schwarze Magier vorkam, weil das ist ja seine ikonische Karte bis zum Ende des Animes hin. Die erste Folge heißt ja das Herz der Karten, und mit das Herz der Karten hat er dann schlussendlich auch gewonnen und seine drei weißen Drachen von Seto Kaiba besiegt. Im Königreich der Duellanten war der Regionalmeister Weevil Underwood dann sein allererster Gegner. Im Duell gegen Weevil hat man auch gesehen, dass er schon zu der Zeit ein recht guter Duellant war, aber der hat einen echt dummen Fehler während des Duells gemacht. Der Kokon der Evolution hat eine Verteidigungskraft mit dem Feldpowerbonus von 2600 gehabt. Und Yugi hat Gaia mit 2300 Angriffspunkten, und was macht Yugi? Er greift an. Ja, ist doch klar, dass dieser Angriff keinen Erfolg hat. Am Ende hat Yugi natürlich gewonnen und gezeigt, man braucht keinen Titel oder irgendwas, um zu gewinnen. Was ich aber immer etwas schade fand, dass nie etwas oder Exodia gekommen ist, dass er die zum Beispiel ersetzen muss oder halt irgendeine Kleinigkeit. Der nächste größere Gegner war Panic, und da hat er den Kindern oder beziehungsweise den jüngeren Zuschauern gezeigt, man muss keine Angst vor der Dunkelheit haben, beziehungsweise den schwarzen Mann. Und was er selbstverständlich uns auch gezeigt hat, ist durch das Feuer, Yugi ist ein gutes Wasser-Pokémon oder ist ein gutes Drachen-Pokémon. Naja, er hat den Fluch des Drachen, und ja, Feuerattacken sind auf Drachen-Pokémon auch nicht effektiv. Dragon Ball, Pokémon und Yu-Gi-Oh! Beste Kombi ever. Ein Duell, das ich gerade vergessen habe, was ja vor Panic ist, gegen Seto Kaibas Geist, oder besser gesagt eigentlich auch ein Eliminator, was ja in deutschen Dub halt einfach Seto Kaibas Geist ist. Das war die erste kleine Interaktion, wo Yummy Yugi und Seto Kaiba miteinander zusammengearbeitet haben. Das kleine Duell gegen Yummy Bakura, da hat man zum ersten Mal richtig gesehen, es gibt einen Yummy Yugi und den kleinen Yugi. Natürlich hat man das auch so gesehen, wenn die beide hin und her gewechselt haben, also wenn Yummy Yugi halt das Duell gemacht hat, aber so hat man es halt noch deutlicher gesehen. Das Duell gegen die Paradox-Brüder mit Joey im Team, da hat Yummy Yugi gezeigt, er ist auch ein Teamplayer. Ein sehr wichtiges Duell für Yummy Yugi war auf jeden Fall das Rematch gegen Seto Kaiba. In diesem Duell hat Yummy Yugi eine sehr wichtige Lektion gelernt. Ein Sieg ist nicht immer alles. Yummy Yugi wollte Kaiba hier unbedingt besiegen, aber der kleine Yugi hat ihn aufgehalten. Auch wenn es seine Sternchips und die Seele seines Großvaters gekostet hat, war ihn das halt einfach nicht wert. Diese Lektion war für Yummy Yugi so unglaublich wichtig für sein Charakter. Weiter hat man das im Duell gegen Mai gesehen, da hat ja der kleine Yugi gespielt, aber dann kam auch der große Yugi, der sich dann bei den kleinen Yugi entschuldigt hat für seine Tat. Alles, was er wollte, war ihm helfen, aber er hat versprochen, nichts mehr gegen seinen Willen ab diesem Punkt zu tun. Ich habe zwar gerade eben schon gesagt, aber diese Interaktion ist für Yummy Yugi so unbeschreiblich wichtig gewesen. Im ganzen Königreich der Duellanten hin bis zum Finale gegen Joey hat Yummy Yugi sich in Sachen Duelle auch sehr verbessert, weil dort benutzt er seine Monster, Zauber und Fallenkarten. Das
erste Duell gegen Seto Kaiba, da hat er ja nur ein Monster nach dem anderen gespielt. Dann kam das große Finale gegen den Schöpfer von Duel Monsters, Maximilian Pegasus. Wie bei seinem ersten Duell gegen Pegasus hat er ja nicht wirklich großartig eine Chance. Doch dann arbeiten Yami Yugi und Yugi das erste Mal richtig im Team zusammen. Sie wechseln sich beim Duell immer miteinander ab, so dass Pegasus ihre Gedanken nicht lesen kann. Bis dann das Reich der Schatten kam, was für den kleinen Yugi zu viel war. Pegasus konnte dann wieder seine Gedanken lesen, aber nicht für lange. Dank Yugis Freunde Joey, Tristan und Thea. Durch ihre Kraft der Freundschaft war es Pegasus nicht mehr möglich, seine Gedanken zu lesen. Yami Yugi und Pegasus haben sich bis zum Ende in ein hartes Duell geliefert, aber der Sieg ging am Ende dann an Yami Yugi. Mit dem Königreich der Duellanten hat Yami Yugi seine Duellfähigkeiten sehr verbessert gehabt. Als nächstes stand das Battle City Turnier an, was für Yami Yugi für sein Schicksal sehr wichtig war. Ich muss hier jetzt natürlich jetzt nicht jedes einzelne Duell erwähnen, daher kommen wir zum nächsten wichtigen Duell. Und zwar das Duell gegen Stwings und sein erster Kampf gegen eine ägyptische Götterkarte, und zwar Slifer der Himmelsdrache. Bei diesem Duell kam Yami Yugi echt an seine Grenzen, weil er einfach nicht wusste, wie er Slifer besiegen soll. Er war einfach total verzweifelt. Doch als Kaiba aufgetaucht ist, hat er Yami Yugi neuen Mut gemacht und er hat die Schwäche von Slifer herausgefunden. So konnte er dann schlussendlich gewinnen und hat seine erste ägyptische Götterkarte gewonnen. Die erste Runde gegen Lumis und Ampra hatten sie es ja sehr leicht, aber die zweite Runde war denn ganz anders. Und nice, dass Lumis den Synchronsprecher von Mr. Krabs gekriegt hat, genauso wie Arcana die Synchronstimme von SpongeBob gekriegt hat. Für diese Aktion gibt es erstmal ein richtig fettes Ehre raus. Das Duell gegen Lumis und Ampra haben sie auch gewonnen, dank Seto Kaiba. Jedenfalls, wenn man nach seiner Welt geht. Natürlich haben sie dort im Team zusammengearbeitet, aber das würde Kaiba niemals zugeben. Sowohl Yami Yugi als auch Kaiba haben ihren Beitrag bei diesem Duell geleistet, aber ich würde trotzdem sagen, dass Yugi einen größeren Beitrag geleistet hat. Dann begann langsam das Finale und Yugi hatte das erste Duell gegen Yami Bakura. Und hier ein kleiner Spoiler zu Yami Bakura bzw. Bakura König der Diebe, das soll, denke ich mal, mein nächstes Yu-Gi-Oh! Video werden. Das Duell gegen Yami Bakura ist wirklich auch eines meiner absoluten Lieblingsduelle in ganz Yu-Gi-Oh! Gegen die finstere Zuflucht hatte Yami Yugi wirklich einiges zu knabbern. Doch gehen wir erstmal ein kleines bisschen zurück. Yami Bakura wollte ja drei seiner schwachen Monster auf den Friedhof haben. Aber jetzt mal ernsthaft, warum hat er die nicht in Verteidigungsmodus gespielt? Dann hätte er keine Lebenspunkte verloren. Und vor allem bei Yami Bakuras drittes Monster hätte Yugi doch nur noch ein weiteres Monster spielen müssen und Yami Bakura hätte verloren. Jedes Mal, wenn ich dieses Duell sehe, muss ich echt an diesen dummen Fehler denken. In diesem Duell hat Yami Yugi dann auch das allererste Mal seine ägyptische Götterkarte gespielt gehabt. Aber wer braucht schon eine ägyptische Götterkarte, wenn er Kuribo hat? Warum gerade Kuribo? Schaut ihn euch an, er ist niedlich. Warum ich das hier gerade sage, ihr braucht nicht nach einem Grund suchen. Es gibt keinen. Bevor das Viertelfinale begann, kam ja der Noah-Arc. Bei diesem gab es natürlich auch einige spannende Duelle. Für mich ist persönlich das Beste der ganzen Saga auf jeden Fall Joey und Yugi gegen die Vereinigung der Big Five in Tristans Körper. Und ja, tatsächlich finde ich das Duell sogar noch nicer als Yugi gegen Noah. Vielleicht liegt es daran, weil das Duell einfach so nice ist oder an den fünf Götterdrachen oder einfach beides. Bei diesem Duell haben Yami, Yugi und Joey perfekt im Team zusammengearbeitet, ganz anders als mit Kaiba zusammen. Ja, die eigenen Freunde als Teampartner sind immer noch besser als Rivalen, die einen nicht gerade leiden können. Und dann das Duell gegen Noah. Hier kam Yugi auch ein weiteres Mal an seine Grenzen. Er wollte sogar schon fast aufgeben. Aber nein, ein König der Spiele oder auch ein Pharao gibt nicht auf. Dieses Duell hat Yugi, wie gerade gesagt, echt an seine Grenzen gebracht, aber das hat ihn nur weitergebracht. Nach der Noah-Saga ging das Battle City Turnier weiter und zwar mit das Viertelfinale und zwar das Vierer-Duell. Dort wurde Yami Yugi von Joey klargemacht, er kann ihn nicht immer beschützen, er muss ihn wie einen richtigen Duellanten behandeln. Das war ein weiteres Mal eine sehr gute Lektion für ihn, weil er kann seine Freunde nicht jedes Mal beschützen. Sie müssen lernen oder besser gesagt in der Lage sein, sich auch mal selbst zu beschützen. Ja, ich wünschte, das wäre auch bei Tristan und Thea mal der Fall gewesen, dass die beide auch mal zu Duellanten werden, abgesehen von der Noah-Saga. Und natürlich einmal ganz kurz Thea gegen Mai im Königreich der Duellanten. Yami Yugis nächstes Duell war gegen Seto Kaiba. Ein dritter Kampf gegen ihn und das war auf jeden Fall der härteste. Und von den drei Duellen gegen Kaiba auf jeden Fall das spannendste, aber ernsthaft, das Duell von Joey in seinem Traum, das hat da einfach so sehr gestört, das hat keine Sau gejuckt. Man will das Duell zwischen Yugi und Kaiba sehen und nicht so ein irre
irrelevantes Duell, was halt einfach keine Sau interessiert. Ey, das hat mich damals so sehr gestört und es stört mich halt immer noch so sehr, dieses Duell mitten da drin. Beide geben in diesem Duell alles, bis sie beide ihre ägyptischen Götterkarten rufen und jedes Mal beschützen sie ihre Götterkarte mit einer Zauber- oder Fallenkarte. Aber bei diesem Duell gibt es halt wirklich so eine unlogische Sache, oder vielleicht sehe ich die halt einfach nur als so extrem unlogisch an. Yugi greift mit seinen Slifer an und Kaiba aktiviert die Karte Kommandodämpfer. Diese Karte lässt so schrille Töne klingen, dass Slifer Yugi deswegen halt nicht gehört hat und deswegen auch nicht angreift. Das ergibt halt einfach so keinen Sinn. Slifer greift nicht an, weil er Yugi nicht gehört hat, aber Kaiba aktiviert doch die Karte, nachdem Yugi Slifer gesagt hat, dass er angreifen soll. Er hat's doch schon gehört. Immer wieder, wenn ich das Duell sehe, was so nice ist und denn diese Szene sehe, denke ich mir halt einfach immer nur wieder, das ist so unlogisch. Nachdem Slifer der Himmelsdrache und Obelisk der Peiniger vernichtet wurden, reisen Yugi und Kaiba ja in eine Art Vergangenheit. Und dort duellieren sich ihre früheren Versionen miteinander, aber wenn man die letzte Staffel sieht, abgesehen natürlich von das mit dem Kapselmonster, dann ist dieses Ereignis ja nie gekommen. Bei diesem Ereignis habe ich mir überlegt, das werde ich nochmal in einem separaten Video machen, weil das ist eigentlich auch ein Thema wert. Nachdem sie aus dieser Zeit zurückgekehrt sind, duellieren sie sich weiter und am Ende gewinnt denn Yugi auch. Aber er gewinnt nicht nur das Duell, sondern auch die ägyptische Götterkarte Obelisk, der Peiniger. Doch auch wenn er zwei ägyptische Götterkarten hatte, Ra war nochmal was ganz anderes mit seinen gefühlten 1 Million Fähigkeiten. Im Finale traf er dann auf Yami-Marik und ich mag Yami-Marik und das nicht nur wegen seiner geilen Synchronstimme, einfach seine ganze Art. Zu ihm will ich auf jeden Fall auch noch ein Video machen in Zukunft. Hier hatte Yami Yugi es nicht nur im Duell schwer und das ja nicht nur wegen den geflügelten Drachen des Ra, weil wenn er Lebenspunkte verliert, muss der kleine Yugi darunter leiden. Aber der kleine Yugi hat ihn natürlich unterstützt, der sollte sich duellieren, ganz gleich, ob er Lebenspunkte verliert. Und das hatte er dann natürlich auch und Marik war schon ein recht starker Duellant bzw. Gegner und er hat gefühlt 1 Million Mal Ra zurückgeholt. Aber die ersten 3-4 Male musste er nicht den Spruch aufsagen, sondern erst später. Ich fand es irgendwie immer komisch, warum er den geflügelten Drachen des Ra halt mit dem Spruch nicht beim ersten Mal so aufrufen musste, sondern erst bei das 3., 4. oder 5. Mal. Es hätte doch mehr Sinn ergeben, wenn er den Spruch beim ersten Mal hätte sagen müssen und nicht erst beim 3., 4. oder 5. Mal, wenn er Ra ruft. Aber egal, gegen Yami-Marik hatte er auf jeden Fall auch ein sehr hartes Duell. Nicht unbedingt vielleicht das härteste, weil das härteste würde ich halt wirklich immer noch sagen gegen Kaiba. Ist an der Stelle natürlich wie immer Ansichtssache, kann natürlich jeder von euch auch anders sehen. Dadurch, dass Yami-Marik sich am Ende wieder mit den geflügelten Drachen des Ra vereinigt hat, konnte er dann auch besiegt werden. Und hier mal ein kleiner Zwischenstand, Yami Yugi von Folge 1 bis hierhin. Er hat sich so enorm verbessert, was Duelle angeht. Und selbstverständlich auch sein Charakter, aber das war bis hierhin natürlich noch nicht das Ende. Damit hatte Yugi auch den geflügelten Drachen des Ra gewonnen und hatte alle 3 ägyptischen Götterkarten. Nun konnte Yami Yugi endlich das Geheimnis seiner Vergangenheit lüften, aber nein, erstmal kommt noch Orichalcos, beziehungsweise die Orichalcos-Saga. Es ist ja insgesamt auch eigentlich nur eine Filler-Saga, was mir lange Zeit nicht klar war, aber es ist eine richtig, richtig nice Saga. Ist es aber die beste Filler-Saga? Das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Ich würde vielleicht sogar sagen, das mit den Kapselmonstern ist für mich die beste Filler-Saga. Ja, ich meine wirklich die Saga. Ich mag diese letzte Staffel halt sehr, aber kommen wir zurück zum Thema. Yami Yugis erster Gegner war ja dieser Typ mit dem Bart. Ich glaube, der hat ja nicht mal einen Namen gehabt. Und als Dazi Geschichten erzählt, wie seine Untergebenen seinen Untergebenen wurden, gab es zu denen einfach gar keine Story. Der wurde einfach komplett vergessen. Entweder die Macher haben sich für den nicht mehr interessiert oder sie haben ihn wirklich einfach vergessen. Aber gut, ist ja eigentlich auch egal, weil der Typ war ja sehr schnell weg vom Fenster und dann gar kein Thema mehr. Aber nun zum Duell. In dem Duell musste Yugi gegen seine eigene ägyptische Götterkarte Obelisk, der Peiniger, antreten. Tja, und da sah man, dass die ägyptischen Götterkarten nicht mehr so was Besonderes waren, weil Yugi hat ihn recht einfach eigentlich besiegt. Da sieht man halt, wie weit er sich vom Battle City Turnier weiterentwickelt hat, weil mit Slifer hatte er damals sehr viel mehr Probleme gehabt. Okay, was heißt eigentlich Problem mit Slifer? Eigentlich war das größere Problem der Wiederbelebungsscherm. Dann kommen wir zu einem der wichtigsten Duelle für Yami Yugi und das war gegen Raphael. Der Kerl, der Yami Yugi seine allererste Niederlage gebracht hat. Natürlich, seine erste Niederlage hatte er im Königreich der Duellanten gegen Seto Kaiba, aber ganz klar, das war natürlich Yami Yugis Sieg. Weil hätte er angegriffen, dann hätte er auch natürlich gewonnen. Ich habe das halt schon einfach immer als Yami Yugis Sieg gesehen und nicht als Kaibas Sieg. Ich schätze mal, die meisten von euch sehen das bestimmt auch so, oder? Raphael hat im Duell dafür gesorgt, dass Yami Yugi das Siegel von
Rory Kalkos kriegt. Er wollte, dass er das ausspielt. Während des Duells war er in eine Zwickmühle, weil er nur das noch als einzigen Ausweg sah. Aber der kleine Yugi wollte, dass er das nicht spielt, weil diese Karte einfach das pure Böse ist. Schlussendlich hat er das Siegel natürlich gespielt und die Finsternis in ihm wurde größer. Und diese Finsternis hat sich dann auch in seinen Monstern wiedergespiegelt. Wie habt ihr das denn eigentlich immer gesehen? Hat das Siegel von Rory Kalkos das Böse in ihm erwacht oder hat es in ihm das halt reingepflanzt? Für mich persönlich war es halt immer eine Mischung aus beiden, muss ich sagen. Im Duell hat er ein Monster nach dem anderen geopfert, weil sie für ihn einfach nur noch wertlos waren. Man hat bei Yami Yugi wirklich dort eine komplett neue Seite von ihm gesehen. Die Art, wie er sich dort duelliert hat und zwar einfach seine Monster opfern, hat ihn auch seine Niederlage gebracht. Das Duell hatte er verloren und Rory Kalkos wollte seine Seele nehmen, aber der kleine Yugi schritt ein. Der kleine Yugi hat sich hier geopfert, damit Rory Kalkos seine Seele statt Yami Yugi seine nimmt. Durch diesen Verlust seines zweiten Ichs war Yami Yugi auch komplett gebrochen. Als Rory Kalkos seine böse Seite erweckte, hat man eine ganz neue Seite an ihm gesehen und hier sah man eine weitere neue Seite an ihm und zwar einen gebrochenen Mann. Man hat hier Yami Yugi wirklich auf eine Art gesehen, wie man ihn noch nie zuvor gesehen hat. Im Duell gegen Weevil sieht man das dann auch weiter. Er ist halt einfach nicht mehr derselbe. Er versucht dort auch Timaeus zu rufen, aber er vernichtet sich gleich selbst, weil immer noch das Böse in ihm ist. Durch Weevils hinterhältige Aktion erweckte auch die Wut bei Yami Yugi. Konnte man aber in dem Zusammenhang wirklich verstehen, warum er so sauer war. Nur Thea konnte ihn in diesem Moment aufhalten. Das nächste Duell war für Yami Yugi auch sehr hart, weil er gegen den kleinen Yugi antreten musste. Natürlich war es nicht der richtige kleine Yugi, weil der richtige ist ja natürlich in den großen Leviathan drinne gewesen. Er musste sich dort seinen eigenen Fehler und seiner eigenen Angst stellen bei diesem Duell. Das hat er dann am Ende auch geschafft und endlich neuen Mut gefasst. Als nächstes stand das Rematch gegen Raphael an. Die beiden lieferten sich natürlich selbstverständlich auch wieder ein sehr hartes Duell. Im Gegensatz zum ersten Duell hat er hier einen klaren Kopf bewahrt. In diesem Duell konnte er Raphael auch endlich davon überzeugen, dass Darts eigentlich der Böse ist. So endete dann das Duell auch und Yami Yugi ging dieses Mal als Sieger hervor. Aber das schlimmste und härteste Duell stand natürlich noch aus. Und zwar gegen Darts. Hier hat er sogar mit Kaiba in einem Team gekämpft und trotzdem, die beiden waren ihm so unterlegen. Aber Darts war halt auch wirklich stark. Ich meine, er hatte erstens Kyutora, der sämtlichen Schaden absorbiert. Dann, als er weg war, kam Shunaros mit einfach 20.000 Angriffspunkten. Und zu guter Letzt die göttliche Schlange mit einfach unendlich Angriffspunkten. Aber nicht nur die drei Monster waren ein Problem, sondern auch die Spiegelritter und einer davon war natürlich der kleine Yugi. Yami Yugi wollte davon natürlich keinen angreifen, ganz im Gegensatz zu Kaiba. Am Ende wurden sie besiegt, aber auch Kaiba wurde besiegt und Yami Yugi stand Darts nun alleine gegenüber. Aber er hatte die Karte von Pegasus und damit konnte er die legendären Drachen in die eigentlichen Ritter zurückverwandeln. Aber jetzt mal ernsthaft, wieso ist es keinem aufgefallen, noch wurde irgendwas im Nachhinein erwähnt, dass einer aussieht wie Yugi, einer aussieht wie Joey und einer aussieht wie Kaiba. Das hat mich so gestört, dass bis zum Ende hin einfach nichts dazu gesagt wurde. Mit den drei Rittern, die am Ende zu dem Schicksalsritter wurden, hat er denn Darts auch schlussendlich besiegt. Doch der große Kampf gegen den Leviathan stand noch aus, aber mit den drei ägyptischen Göttern und der Macht der Freundschaft konnte dieser dann auch besiegt werden. Nun ging es in die finale Saga und zwar die Vergangenheit des Pharao. Und ich liebe dieses Design von Yami Yugi im alten Ägypten, das ist so nice gemacht. Die finale Pharao-Staffel ist auch meine persönliche Lieblingsstaffel im ganzen Yu-Gi-Oh! Anime. Welches denn so eure Lieblingsstaffel aus dem Yu-Gi-Oh! Anime? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. In der finalen Staffel war Bakura der Gegner, aber zu ihm dann später mehr in seinem eigenen Video. In der finalen Staffel wurde Yami Yugi ein allerletztes Mal richtig gefordert, oder besser gesagt ein vorletztes Mal, weil es gab ja noch das allerletzte Duell. Der Hauptgegner war hier natürlich der finstere Sorg, wo selbst die ägyptischen Götterkarten Exodia und der weiße Drache nicht wirklich eine Chance gegen ihn hatten. Und hier fand ich es auch irgendwie mal ein bisschen unlogisch. Der weiße Drache ist doch eigentlich auf dem Level von den ägyptischen Götterkarten. Wieso hat er nicht wie Obelisk, sag ich mal, auch 4000 Angriffspunkte oder sogar mehr? Oder 4500 Angriffspunkte wie der blauäugige Ultradrache? Ich habe das irgendwie zum Ende hin nie wirklich verstanden, weil 3000 ist echt ein bisschen zu wenig für den. Genauso auch nur 2500 Angriffspunkte für den schwarzen Magier. Also der hätte doch auch locker 3500 haben müssen, oder was meint ihr, Leute? Gegen den finsteren Sorg hat ja nur ein einziges Monster geholfen, und zwar die Vereinigung der ägyptischen Götter zu dem Schöpfer des Lichts. Im Kartenspiel hat dieser den gleichen Effekt wie Exodia, und zwar, dass man automatisch dann gewonnen hat, wenn man ihn gerufen hat. Kaiba hat mit seinen blauäugigen Ultradrachen auch gegen den finsteren Sorg geholfen, und ich fand halt wirklich nice, dass zum Schluss noch
noch einmal der Meister der Drachenritter vorkam. Dann kommen wir auch zum finalen Duell, und zwar Yami-Yugi bzw. Atem gegen den kleinen Yugi. Objektiv gesehen ist das Duell natürlich eins der besten Duelle der gesamten Serie. Das Beste ist natürlich wie immer Geschmackssache. Ganz perfekt war dieses Duell aber selbst für mich nie so wirklich, weil es gab halt zwei Punkte, die ich halt nicht so sehr mochte. Die drei ägyptischen Götterkarten konnte der kleine Yugi ja durch den Effekt von Slifer den Himmelsdrachen besiegen. Und das ist halt auch das Ding, der kleine Yugi musste sich nur durch den Effekt von Slifer durchbeißen. Obelisks Fähigkeit mit seinen 4000 Punkte Schaden und für eine Runde seine Angriffskraft auf unendlich zu erhöhen, kam überhaupt gar nicht vor. Und der geflügelte Drache des Ra, der hatte gefühlt gar keine Rolle in dem Duell, außer vielleicht ein, zwei kleine Angriffe, mehr nicht. Ein Effekt vom geflügelten Drachen des Ra wird in diesem Duell gar nicht aktiviert. Ich meine, Marik sagt doch, dass er, wenn er die besonderen Fähigkeiten aktiviert von Ra, dass er seine Angriffskraft auf fast 15.000 erhöhen könnte. Aber vorgekommen ist das halt leider nicht. Der kleine Yugi hat, wie gesagt, nur mit dem Effekt von Slifer zu tun gehabt. Ich hätte das so viel besser gefunden, wenn er sich durch jeden Effekt durchbeißen hätte müssen, von jedem einzelnen Effekt von den drei ägyptischen Götterkarten. Das hätte einfach nochmal gezeigt, wie weit der kleine Yugi sich gesteigert hat, dass selbst die drei ägyptischen Götterkarten ihn nicht besiegen können. Dann kommen wir zur zweiten Sache, die mir nicht so sehr gefallen hat oder ich ja schade fand, dass es nicht vorkam. Yami-Yugi kann ja später die Karte ziehen, die er einfach haben will. Ich meine, er zieht die Karte, sagt, was es ist, er schaut sie sich nicht mal an und spielt die Karte, und es ist denn auch die Karte. Es ist dort, wie Ishizo sagte, er kontrolliert sein Deck mit seiner reinen Willenskraft. Und das fand ich persönlich so heftig nice. Was ich daran aber wieder ein bisschen schade fand, dass der kleine Yugi das denn später im Duell nicht auch gemacht hat. Dass er sein Deck wie Yami-Yugi mit seiner reinen Willenskraft kontrollieren kann. Aber das ist halt natürlich nur eine kleine Sache, weil er glaubt ja immer noch an das Herz der Karten. Das mit den ägyptischen Göttern finde ich halt wesentlich schlimmer. Die finale Prüfung gegen den schwarzen Magier, diesen zu besiegen, ist natürlich das wahre Ziel des Duells und ist es halt einfach so nice gemacht. Zum Schluss gewinnt dann der kleine Yugi auch und der Pharao ist dann endlich frei. Das Ende ist so schön perfekt gemacht und so schön emotional, wie sie sich von dem Pharao verabschieden. Es ist hier ein perfektes Ende, anders kann man es nicht sagen. Jetzt gibt es natürlich noch die Staffel mit den Kapselmonstern und ich mag die Staffel natürlich, aber es ist ja halt eigentlich nur eine kleine Bonusstaffel, besser gesagt eine Fillerstaffel. Welche Szene ich hier aber nochmal erwähnen will, Yami-Yugi gewinnt denn zum Schluss und er kriegt die Macht von Shadi, die ganze Welt zu beherrschen, aber er lehnt es ab, er hat an sowas kein Interesse. Und dann gibt es noch die Filler-Staffel, die ja vor der Pharao-Saga kommt, hier mit den Siegfried. Ja, die Staffel ist halt auch nicht wirklich so toll. Es sind halt ehrlich gesagt die schwächsten Folgen der gesamten Serie. Das einzige Duell, was halt wirklich insgesamt nice ist, halt wie Kaiba halt Siegfried mit seinen 5 Drachen fertig macht und natürlich dann Joey gegen Yugis Großvater. Dann werden wir auch beim Ende des Videos angekommen. Ich weiß, ich bin nicht unbedingt der Beste in Erklären, das weiß ich selbst. Ich hoffe, es hat euch trotzdem aber insgesamt gefallen, das Video. Wenn ja, würde ich mich, wie im Video schon gesagt, sehr über einen Daumen nach oben freuen und einen Kommentar für den Algorithmus. Und für die Leute, die natürlich noch nicht abonniert haben, abonniert doch gerne und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye, Leute!